Sag, ist alles klar, komm. Ey, komm, ich frag dich noch ein letztes Mal, komm. Komm, sag doch, komm, sag, ist alles klar bei dir? Ey, ist bei dir alles klar? Und willkommen zu einer kleinen Runde Survival Games auf der Map Pirates. Heute richtig herum, nicht wie im letzten Part, wo ich auf Pirates gespielt habe, wo ich gesagt habe, eine kleine Runde Survival Games auf, eine kleine Runde Pirates auf Survival Games, habe ich gesagt. Das dieses Mal nicht. Wir kriegen hier direkt mal wieder eine wunderschöne Steinaxt. Und das Beste, was man in 1.9 eigentlich bekommen kann, neben Eisen und Dingsachs natürlich. Und Diamantachs. Aber ich weiß gar nicht, ob vielleicht sogar die, Goldachs noch ein Stück besser so gesehen ist. Also klar, sie ist schlechter, aber dafür kriegt man da richtig guten Bonus so gesehen eigentlich. So dass sie viel schneller schlägt. Das kann schon auch mal ein Vorteil sein, würde ich mal so sagen. Und wir haben hier direkt mal ein bisschen Essen, das ist sehr gut. Dann essen wir davon direkt mal ein bisschen was, dann snacken wir uns was. Und oh mein Gott, was ist hier denn in den Kisten drin? Holy. Okay, da haben wir eine Dia-Hose mit Eisenboots und da sind wir schon fast richtig gut ausgerüstet. Da brauchen wir nur noch vielleicht ein bisschen besseres Eisenzeug. Ach, schade. Ich dachte, jetzt wäre hier Eisenzeug drin. Das wäre es jetzt einfach gewesen. Aber ich finde es schade, dass die Items, die man aus den Kisten holt, nicht automatisch auch auf die zweite Hand gehen, wenn da noch Platz drin ist. Im Stack. Das ist irgendwie so ein eigenes Inventar, ist klar. Dass das schon irgendwie auch so als eigenes Inventar behandelt wird, weil es ja auch in der zweiten Hand zu sehen oder so. Aber trotzdem finde ich das schon ein bisschen schade. Und da ist einer. Okay, alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Sag, ist alles klar. Ist alles klar. Komm. Ey, komm, ich frag dich noch ein letztes Mal. Komm. Komm, sag doch. Komm, sag, ist alles klar bei dir? Ey, ist bei dir alles klar? Und sie kommt da unten an. Das gibt es nicht. Das gibt es einfach nicht. Okay, alles klar. Nee, so dumm bin ich jetzt auch nicht. Wenn ich mich da auf den Fight einlasse, da hinten. So, da gehen wir hier erstmal ein bisschen Leben regenerieren und dann gehen wir wieder auf ihn drauf. Und jetzt rennt er wieder weg oder was? Ey, das darfst du aber nicht. Bam, da ist er down. Sehr gut. Okay. So, da haben wir noch mal eine schöne Eisenbrust. Eine Eisenachs. Ja. Warum nimmt er die nicht? Oh Gott, was ist das denn für ein Typ? Ey. Okay. Einen Bogen haben wir aber leider nicht. Ja, okay, dann lassen wir das einfach mal liegen. Wird schon niemand nehmen. Und gehen weiter zum Gegner, zum nächsten Gegner. 7 Spieler noch und das ist echt eine etwas kleinere Runde hier gerade. Ich weiß übrigens nicht, ob meine Stimme vielleicht ein bisschen tiefer ist, vielleicht labe ich gerade auch vollkommen scheiße. Denn ich selber spüre irgendwie meine Stimme ein bisschen anders. Ich spüre irgendwie so ein bisschen eine tiefere Stimmbänderlage oder so. Ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, wie sonst. Also so, dass sie halt ein bisschen tiefer klingen. So. Und ja, falls das der Fall ist, dann tut es mir leid, weil das jetzt für manche vielleicht ja, schlecht ist, falls manche das nicht hören wollen. Das liegt daran, dass ich noch nicht so lange wach bin. Aber hier das Video für euch noch machen muss, weil ich halt krank bin und so weiter. Und deswegen kam das jetzt alles ein bisschen im Verzug. Aber mir geht schon wieder einigermaßen besser. Und ja, ich versuche aber so ein bisschen allgemein meine Stimme zu trainieren, dass die ein bisschen tiefer wird. Und da würde mich mal interessieren, ob ihr so sagt, so, nee, lass deine Stimme so wie sie ist. So ein bisschen, ja, so wie in den ganz normalen Videos oder würde ein bisschen tiefer, vielleicht sogar noch besser klingen. Also ich kann natürlich nichts versprechen, weil das kann natürlich auch alles dann, wenn ich dann die OP an der Nase gemacht habe, eh alles wieder anders sein. Aber ich versuche es momentan. Und ob es dann am Ende klappt, ist die andere Frage und so weiter und so fort. Aber wenn jetzt die Leute sagen, nee, mach es nicht, dann brauche ich das auch gar nicht versuchen. So. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. So. Okay, wir haben 74 Pfeile, das heißt, wir können auch mal richtig den Bow-Spammer raushauen lassen. Und ich glaube, das machen wir auch. Wir hängen einfach beim nächsten Gegner den Bow-Spammer raus.
Außer er ist jetzt richtiger. Oder doch, gerade wenn es einer ist, der jetzt nicht unbedingt so viele Items hat. Weil wir ihn dann, weil er dann, glaube ich, eher per Bone Chance hat als per Eisenachs. So. Und dann schlagen wir nämlich gar nicht mit der Eisenachs zu. Dann laufen wir weg und Bowspammen einfach die ganze Zeit. Ich glaube, so kann man den 1.9 überhaupt keine mehr töten. Denn man regeneriert halt viel zu schnell, wenn man was gegessen hat, was wenn so ordentlich ist. Aber ich finde ja auch keinen. Wo sind die denn alle? Ich laufe aber auch immer wieder im Kreis rum. Vielleicht soll ich mal woanders herlaufen. So wie da hinten zum Beispiel. Weil ich will nicht, dass das Deathmatch erst in 7 Minuten startet. Denn das wäre nicht ganz so schön und so weiter und so fort. Und ey. Und da, zack, zack. Okay, sehr nice. Ich wollte noch was fragen. Stimmt. Und zwar habe ich eine Nachricht bekommen von einem Shirtverkäufer, bei dem ich angefragt hatte, ob er vielleicht meine Shirts verkaufen könnte. Und ich hätte nicht gedacht, weil das ist ein etwas größerer Shirtverkäufer, ich hätte nicht gedacht, dass sie zusagen, aber ich habe gestern eine E-Mail bekommen. Hey, René, wir wollen dich. Wir wollen dein Merch bei dir verkaufen. Also gut, Merch kann man jetzt nicht unbedingt sagen, deine T-Shirts halt, die ich so ein bisschen habe, die Panda Gang Shirts. Und das, was ich da neu in Planung habe und so weiter. Und ja, das heißt, bald wird auch der Shop ein bisschen woanders sein und nicht mehr bei Spreadshirt, weil ich selber sage, so bei Spreadshirt ist zum einen Professionalität ja jetzt nicht unbedingt gegeben und das ist einer, der die ganze Zeit spammt. Alles klar. Da ist die Professionalität halt nicht ganz so hoch, muss ich sagen, so, wenn man sich den Shop anschaut, der ist nicht ganz so schön. Und man kann es auch nicht wirklich besser machen. Also ich selber kann da jetzt nicht irgendwie sehr viel dran ändern. Sonst hätte ich das schon längst mal gemacht. Aber leider geht das gar nicht so. Achso, das sind alles Eisenechse. Okay. Da ist auch nicht mehr viel dabei. Vielleicht noch hier kurz die den Helm. Achso, wir haben schon Helm auf. Okay, dann gehen wir einfach so rein. Mit einem wunderschönen Goldapfel. In die letzten zwei Kämpfe hier. So. Und da haben wir auch direkt mal einen Bogen verloren. Alles klar. Alles klar. Okay, ich dachte jetzt echt schon. Okay, dann holen wir uns halt erstmal den hier. Der ist auch so der Low eigentlich. Den ich sehr gerne per Bogen killen würde. Aber gut, wenn das nicht geht. Nein! Jetzt kämpfe ich hier gegen beide gleichzeitig. Oh, erster Down, sehr nice. So, und dann kommt der hier an. Okay. So. Okay, da haben wir erstmal ein, zwei Hitze gesetzt. Und dann will der sich hier echt mit der Erdeperle befreien. Alles klar. Flauschiges GG. So muss das sein. Wir haben keine Ahnung, wie viele Kills gemacht. Aber sehr nice eigentlich, was wir da gemacht haben. Und meine Stats sind auch weiterhin relativ gut geblieben, muss man ja mal sagen. 22 Wins, 236 Kills, 48 Deaths. Ja, 71 gespielte Spiele ist jetzt nicht ganz so gut von den Wins her, aber von den KD, von der KD her finde ich das schon gar nicht so schlecht. Und ja, es könnte auf jeden Fall schlechter sein, sagen wir es mal so. Disinvolved. Null. Ich bin noch kein bisschen gegangen. Was habe ich denn dann gemacht? Was habe ich denn gemacht, wenn ich nicht gegangen bin? Ich bin nicht gegangen. Was habe ich denn dann gemacht? Hä? Okay. Wie weit kann man eigentlich... Okay, jetzt klingelt noch das Telefon. Alles klar. Alles klar, Leute. Das war es auf jeden Fall mit der heutigen Folge Survival Games. Und damit sage ich dann jetzt einfach bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Euer Mr. Panda.